Nun habe ich ein Mid-Iron in der Hand. Dort habe ich mir das Eisen 7 rausgesucht. Das Eisen 7 hat einen Loft von ca. 32 Grad, also deutlich weniger Loft als das Sandeisen mit 54 bzw. 56 Grad. Der Unterschied ist zusätzlich, dass der Schaft etwas länger ist. Man steht also etwas weiter weg vom Ball durch die Schaftlänge. Von der Standposition steht man etwas breiter als beim Sandeisen, aber nur minimal. Balllage ist jetzt auch nicht mehr genau in der Mitte, sondern leicht zum linken Fuß. Wir reden ca. von 2 bis 3 cm, also minimal links von der Mitte. Abstand zum Ball etwas länger durch die Schaftlänge. Ausholbewegung ist etwas mehr als beim Sandeisen. Also mit dem Eisen 7 kann ich schon 90-95% ausholen. Gehe in den Treffmoment, meine Hände sind wieder vor dem Ball, mein Druck auf dem linken Fuß, ich drehe und gehe ins Finish. Nun schlage ich mal mit dem 7er Eisen einen Ball.